So, meine Lieben, aus einer anderen Perspektive, weil ich da ein bisschen, ich mache jetzt keine Werbung dafür, ich bin ein bisschen sauer darüber, aber das zeige ich euch gleich. Ich habe gerade die Werbung gemacht für Frank Wendler und das Lied könnt ihr auch bei mir sehen, nur aus Spaß, weil ich sehr schwer, ich habe da gerade einen Auftrag laufen. So, weil ich einen Auftrag laufen habe, habe ich den Frank Wendler mal, so aus Spaß deshalb, weil wir uns gerade über Phone unterhalten haben, seine Single schon mal ein bisschen vorbereitet. Also, hier ist die Firma Panolocal. Die Firma Panolocal ist bei mir vorbeigekommen, hat mir 800 Euro aus der Tasche gezogen, weil die da behaupten, sie arbeiten für Google. Ladies and Gentlemen, da sind die Videos, die die Firma macht. Ich frage euch allen Ernstes, warum ist da nur ein Aufruf, drei Aufrufe, wenn das doch eine Firma ist, die 360 Grad erstellt und Firmen vertritt, die haben also reichlich Firmen. Seit 2015 macht diese Firma da Sachen. Zwei Aufrufe, neun höchstens. Mein Schwachsinn hat ja manchmal sogar 50.000 Aufrufe gehabt, wisst ihr noch? Ja, ist halt so. Na, und 6,8 Millionen bei Uprom TV, Du bist TV. Das mal gesagt zu haben und ich mache halt nur Spaß und die hier haben mir 800 Euro aus der Tasche gezogen, dass natürlich jetzt hier Krach entsteht, ist ja mal klar. Also, vier Aufrufe, zwei Aufrufe, sechs Aufrufe und das aus dem Jahre 2015. Und diese Firma arbeitet für Google, Google View und so weiter. Also, die sind bei mir vorbeigekommen, haben mir gesagt, wir machen eine Website für ihn, wir machen 360 Grad. So, 360 Grad sieht ja an sich anders aus. Ich kann hier keine 360 Grad entdecken. Das ist ein YouTube-Video. Also schaut mal, was die da machen. Also ich kann auch nicht ran oder so. Ich kann auch nicht hin. Die machen also nur solche Schwenks. Ja, solche Schwenks machen die hin und her. Und das nennen die dann 360 Grad. An sich ist es immer dasselbe da. Seht ihr, da ne? Gehen sie wieder zurück. Ganz, ganz raffiniert gemacht. Ja. Bei uns passiert das halt nicht, dass wir da ran können. Also man zeigt uns immer so was Schönes, aber in Wirklichkeit funktioniert es nicht. So, ja, genau, 800 Euro dafür, ich weiß nicht. Ist schade. Diese Firma ist schätzungsweise seit 4 Jahren auf dem Markt. Und wenn die für Google arbeitet, hat hier nur einer geguckt. Ja, nur einer geguckt am 30.10.2019. Also die Firma müsste doch ein Interesse haben, sich zu repräsentieren. Die macht das ja noch nicht umsonst für so viel Geld. Ja, also ich fühle mich abgezockt. Ich habe es denen auch gesagt und ich habe es denen auch geschrieben. Was jetzt dabei rauskommt, weiß ich nicht. Sie waren bei mir und haben da eine Sache gemacht. Ich mache das ja jeden Tag selbst und ich bin hochgradig enttäuscht, dass die Firma, wie gesagt, sowas hier macht. Und wie gesagt, nee, ich bin enttäuscht. Also dann mache ich lieber Werbung für Frank Wendler, seine neue CD am 1.11. Schaut es euch an. Also ich bin wirklich enttäuscht. Da hat man mich wirklich um 800 Euro erleichtert für nichts, für total nichts. Und ihr seht, ich lasse mir das nicht gefallen, das geht on air. Ja? Alle dürfen sich das anschauen, hier selber ein Urteil bilden. Ich habe Fachleute drauf angesetzt und die haben mich panikartig sofort zurückgerufen und darum mache ich jetzt dieses Video, weil ich geprellt wurde. Ich bin ja selber eine Filmfotogesellschaft und ich würde meine Kunden niemals, niemals prellen, um Gottes Willen. Ich versuche alles, wirklich alles, damit die Kunden ordentliche, schöne Sachen bekommen. Und daran arbeite ich jetzt, aber Panolocal hier, nee, nicht mit mir.